Vielen Dank und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich unterrichte hier an der Musikschule Klarinette und darf Sie ein bisschen durch den zweiten Teil des Programms führen, indem wir Ihnen Filmmusik präsentieren. Wir haben angefangen mit der Musik zu Lawrence of Arabia, geschrieben von Maurice Jarre, der unter anderem auch für Gorillas im Nebel, Der Club der toten Dichter oder auch Dr. Zhivago geschrieben hat. In dieser Musik hört man, passend zur Handlung des Films, militärische Farben und auch orientalische Farben. Bei diesen älteren Filmen, da mussten die Darsteller noch sämtliche Action-Sequenzen persönlich drehen. Und der Hauptdarsteller Peter O'Toole hatte vor einem wilden Kamelritt so viel Angst, dass er sich extra viel Mut machen musste, wie er dann später berichtet hat. In einem Zeitungsartikel bewunderte man später die unglaubliche Entschlossenheit, die während des Ritts in meinem Blick gelegen hatte. In Wahrheit war ich zu dem Zeitpunkt einfach nur Sternhagel voll. Mit ähnlich wilder Entschlossenheit, aber ohne Sterne und Hagel, stürzen wir uns in die nächsten Stücke. Es folgt Nino Rotas Musik zu dem Film Der Pate. Nino Rota war ein sehr produktiver Komponist, der neben 150 Filmmusiken, noch zahlreiche Orchesterwerke und Kammermusik schuf. Und ihm gelingt es sogar in der Musik zu diesem hochdramatischen und schwermütigen Film ein bisschen Leichtigkeit, Leggerezza und Italianità durchschimmern zu lassen. Danach kommt ganz anderes Terrain und wir spielen die Filmmusik zu einem Zeichentrick-Filmklassiker, geschrieben von Hans Zimmer, Tim Rice und Sir Elton John. Wir reden natürlich von dem The Lion King, leider sehr schlampig als König der Löwen übersetzt. Wer nämlich den Film kennt, der weiß, dass diese Staatsform, diese Monarchie nicht nur die Löwen umfasst, sondern sämtliche Tiere innerhalb des Hoheitsgebietes. Ob jetzt die Bienenvölker und die Ameisenkolonien politische Autonomie genossen haben, das kommt in dem Film leider nicht sehr gut zur Geltung. Bevor wir uns in Spekulationen vertiefen, die für die Ameisen sicher sehr wichtig, aber für die Zwecke unseres heutigen Konzertes eher nicht entscheidend sind, übergebe ich gleich wieder an unseren Maestro Albert Sikora. Thank you.
Dank. Als nächstes dürfen wir uns in Ennio Morricone, einem weiteren Titanen der Filmmusik, zuwenden. Speziell seiner Musik zu dem Film The Mission. Der Film spielt in Lateinamerika des 18. Jahrhunderts und der Komponist hat hier sehr geschickt unterschiedliche musikalische Einflüsse verwoben. Man hört sakral anmutende Musik, man hört spanisch klingende Musik. Es gibt ein großes Oboen-Solo im Barockstil, aber auch manche Percussion-Instrumente und rhythmische Überlagerungen, die sehr an die Musik der lateinamerikanischen Ureinwohner erinnern lassen. Und so gelingt der Musik ganz mühelos, womit nicht nur die Figuren in dem Film, sondern die Menschheit allgemein bis heute manchmal ihre Schwierigkeiten hat, das harmonische und selbstverständliche Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Maestro Abu.
Vielen Dank. Als nächstes habe ich schon die nicht ganz so angenehme Pflicht, Ihnen das letzte Stück anzukündigen. Wir schließen den Reigen mit einem weiteren orientalisch inspirierten Stück und mit einem weiteren Zeichentrick-Film-Klassiker. Ich rede natürlich von Aladdin und die Wunderlampe. Musik ist von Tim Rice, der ist uns heute bereits begegnet, und Alan Menken. Falls den jemand nicht kennt, dieser Herr darf von sich behaupten, in der Geschichte der Menschheit derjenige mit den meisten Oscar-Gewinnen einer Einzelperson zu sein. Das musst du mal zusammenbringen. Das Herzstück unter den Musiknummern des Films und auch das Herzstück dieser Zusammenstellung ist die hymnische Popballade A Whole New World. Und das könnte auch für uns als Musikschule fast Programm sein. Die Schülerinnen und Schüler kommen oft schon in sehr jungem Alter zu uns. Manche bleiben viele Jahre. Und diese jungen Menschen werden eines Tages eine ganz neue Welt bewohnen und mitgestalten. Und unsere Aufgabe, und das ist eine Aufgabe, die wir tagtäglich mit viel Leidenschaft machen, ist es, diesen jungen Menschen einen neben den musikalischen Fertigkeiten einen Sinn für Kultur, Ästhetik und Schönheit mit auf den Weg zu geben. Und wie der Albert schon vorher erwähnt hat, dass so viele aktive und auch ehemalige Schülerinnen mitspielen, das erfüllt uns mit Stolz, denn genau dann haben wir unsere Aufgabe als Kollegium erfüllt. Damit das, was Sie hier hören, auch stattfinden kann, dazu muss es einen geben, der dieses ganze Orchester plant, koordiniert, die Partituren einstudiert, die Proben durchführt, etc. Und einen ganzen Rattenschwanz, will ich gar nicht sagen, eine ganze Biberkelle an Nebenaufgaben erledigt. In diesem Sinne, lieber Albert, darf ich dich bitten, uns in bewährter Weise durch das letzte Stück zu lotsen. Thank you.
wunderschönen